Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden 2. Ich will gar nicht viel Zeit verlieren, weil dieser Part noch bergabwärts rutschen könnte, aber Luca Blight ist geschlagen. Wie konnte ich nur verlieren? Du kleines Schwein! Wer glaubst du, wer du bist? Warum? Komi, warum bist du der Sieger? Warum musste ich verlieren? Ist das mein Schicksal? Ich kann nicht sterben, ehe ihr Schweine von Angesicht dieser Erde verschwunden seid. Ihm nach! Komi, wir haben es bis hierher geschafft. Er darf auf keinen Fall entkommen. Victor tritt der Gruppe bei. Ja gut, China, du warst gut dabei und so. Flick tritt der Gruppe bei. Da darf Luke für raus. Sehr gut. Was? Okay, ich gehe. Sehr gut. Nee. So. Es ist halt eigentlich egal, wer der Gruppe beitritt. Luca Blight. Sammelt unsere Bogenschützen. Wir nehmen die vorbereitete Position ein. Ja, ja. Wir müssen, wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Gehen wir, Kommi. Also es ist in gewisser Weise egal, sollte ich vielleicht eher sagen. Weil... wir... hier zwar ein paar Gruppen haben werden, die wir bekämpfen müssen, aber nichts Wildes mehr in diesem Sinne. Luca darf nie in die Hände des Staates fallen. Ja, wir haben hier noch ein paar von den weißen Wölfen. Das ist jetzt nach all dem, was wir bisher gesehen haben, nicht sonderlich problematisch mehr in diesem Sinne. Kreuzschlag. Guck an. Aber wir müssen diesen Kampf halt gewinnen. Das heißt, ich darf hier zumindest jetzt auch nicht sterben. Sterben wäre an dieser Stelle trotz allem ziemlich uncool. Achso, Moment, das war... dann nehmen wir die da. Dementsprechend nochmal schön vorsichtig sein. Ne? Die Kämpfe hier nicht verkacken. Das wäre sehr von Vorteil. Glücklicherweise Spezialeinheit hin oder her. Ganz so viel HP haben die... weißen Wölfe auch nicht. Oder Silberwölfe, wie auch immer sie jetzt hießen. Ne, von daher kann ich sie mit zwei Runden hier super gut ausnocken. Ich weiß nicht, ob der Schild alleine reichen würde, aber das ist so ganz gut. Lord Luca darf nie in die Hände des Staates fallen! Ups. Also nochmal so und dann die Flammenpfeile, wunderschön. Gut, die ersten durften noch ebenso rein. Okay. 12.000 Potsch. Donnerläufer. Ja. Uff. Du. Ich kann hier nicht sterben. Natürlich nicht. Ha! Hab ich wirklich, wirklich verloren? Verdammt, glaubst du, ich habe Angst? Du glaubst, dass ich den Tod fürchte? Furcht ist ein törichtes Gefühl. Was? 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 Ein hölzernes Amulett. Was macht das denn hier? Und was ist das für ein Licht? Was? Ist das ein Deckel? So, Es sind Glühwürmchen. Es sind Glühwürmchen darin. Was soll der Witz? Wer mal das getan hat, der wird mir dafür büßen.
Wie dumm. Es ist nicht einmal wert, dass man es aufhebt. So, okay. Dumm, töricht, diese ganze Welt. Licht, was ist das? Schießt! Ja! Ich habe dich gefangen, Luca Blight. Jetzt bist du am Ende. So, ja, ist okay. Ha! Was redest du denn, du Wurm? Warum jammerst du denn, du Schwein? Ich habe die Macht, dein Leben zu nehmen, Junge. Lord Luca! Lord Luca, bald, ich entflieh! Lord Luca! Feile fort! Mein heiliger Krieg, mischt euch nicht ein, ihr Abschaum! Jetzt komm ich! Kommi! Kommi! Deswegen sagte ich, hier kommt noch ein Kampf. Punkt 1 ist, ihr solltet voll geheilt sein im besten Fall. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet so richtig. Aber hey, er ist ja auch fast tot. Ne? Also. Von daher passt das schon. Schwein, stirb! Ich glaube, das ist ein wilder Angriff von ihm, genau. Ist jetzt nicht sonderlich heroisch nach all dem, was wir gemacht haben, ne? Aber ihr könnt diesen Kampf potenziell verlieren. Und wenn ihr diesen Kampf verliert, müsst ihr die drei Kämpfe vorher nochmal machen. Und das will doch keiner. Du schaffst es, Kommi. Ich habe nicht mehr die Kraft, mein Schwert zu schwingen. Kommi, warum kämpfst du? Warum willst du mich vernichten? Um diesen Krieg zu beenden. Um diesen Krieg zu beenden. Das ist ein Märchen. Das ist der Traum eines dummen Kindes. Selbst wenn du mich tötest und heilend besiegst, werdet ihr keinen Frieden haben. Ihr werdet einem besiegten Land gegenüberstehen, das nach Rache dürstet. Hervorragend, exzellent, das Grummeln in meinem Körper. Der Durst, der mein Fleisch versenkt, er verschwindet. Hör zu, Kommi. Es waren Hunderte erforderlich, um mich zu töten. Aber ich habe die Menschen zu Tausenden getötet. Sieh mich an. Ich bin erhaben. Ich bin das wahre Gesicht des Bösen. So. Es ist also wirklich zu Ende. Haben wir schließlich doch gewonnen. Lord Kommi, gehen wir zurück. Wir haben gewonnen und es gibt viele Menschen, die Nachricht unseres Sieges hören möchten. Ist es das, was du wolltest? Ja. Dies ist es, worauf ich immer gehofft habe und ich möchte glauben, dass ich tapfer genug bin, das Schicksal zu akzeptieren. Ich meine, gut, grundsätzlich heißt das, er ist ja der Ehemann von Jillian. Das heißt, er wird König, nachdem Luca jetzt weg ist. Und ich meine, ne, es war schwierig genug, ne, ihn zu erledigen. Yay. Sterne. Und so. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Wir wussten, dass du es schaffen kannst, Lord Kommi. Du hast es geschafft, Kommi. Du warst wirklich fantastisch. Du hast diesen Taugenicht so aus Heide besiegt. Großartige Arbeit, Kommi. Fantastisch. Wirklich toll. Pidikate Süße. Wir haben gewonnen. Kommi hat für uns gewonnen. Lep.
Kami, was ist geschehen? Kami, hey, Kami. Lass mich mal sehen. Uff, er scheint in Ordnung zu sein, er ist wohl nur ohnmächtig. Er muss völlig erschöpft sein. Tragt ihn zu seinem Zimmer. Die ganzen 5 Etagen hoch. Ich sorge für ihn. Ich mach das. Nettes Siegel. Im Namen des Herrschers, der die Kreisrune hält, und des Wächters, der die Bestienrune hält, nehmen wir hiermit eine leuchtende neue Flamme in die Familie der Blights auf. Joey Blight, Jillia Blight. Wir sind hier, um das Gelübde festzuhalten, das heute zwischen euch geschlossen wird. Ja. Bei meinem Körper und bei meiner Seele, als Wächter dieses Ortes und als Ritter und als Untertan, schwöre ich, dass ich Jillia Blight dienen werde. Was ist denn? Bei meinem Körper und bei meiner Seele als Nachfolgerin der Ahnenreihe der Familie Blight nehme ich dich, Joey Blight, zu meinem Ehemann. Außerdem gebe ich ihm den Titel des Königs von Highland und ich schwöre, dass ich ihm bis zum Ende meiner Tage treu dienen werde. Ich bete dafür, dass ihr beiden euer Glück findet, wenn ihr den neuen Lebensweg zusammengeht. Glück auf meinem Lebensweg, was? Tja. Blip. Keiner da, der mich wecken will? Hallo? Guten Morgen, Kami. Hast du gut geschlafen? Ich habe mir Sorgen gemacht, als du plötzlich so umgefallen bist. Aber du hast dich jetzt eine ganze Woche im Bett ausgeruht und meine Suppe getrunken. Na dann. Du musst dich jetzt besser fühlen, nicht wahr? Apple berichtete, dass sich die Armee von Highland zurückgezogen hat. Bedeutet dies, dass der Krieg endlich vorbei ist? Ich hoffe es. Aber zumindest muss ich Luca nicht mehr vorlesen. Das war anstrengend. Ja, es ist halt sehr viel Ha-Ha-Ha, Lach-Lach-Lach und alles. Puh. Muss ich nicht nochmal haben, sozusagen. Es sieht so aus, als ob es für eine Weile keinen Kampf gäbe. Und wenn Apple und die anderen ihren Teil dazu beitragen, ist der Krieg bald hinüber. Oder herüber, wie auch immer. Komm, machen wir einen Spaziergang, okay? Seit wir aus Muse entkommen sind, hatten wir keine Minute Freizeit. Ich möchte mich ein wenig in South Window und der Stadt Couscous umsehen. Ja, können wir machen. Aber ich laufe da garantiert nicht hin. So weit kommen wir noch. Also, dass ich anfangen würde zu laufen, ist ja. Niemals. Nun, Lord Kobi, das war ein gutes Timing. Es passt alles zusammen, weil ein Schiff von Highland gerade angekommen ist. Bitte hier entlang. Ich wollte spazieren gehen. Was sollen wir machen? Sollen wir es uns einmal ansehen? Na gut. Oder ich laufe gegen einen Karren. Das ist auch fast genauso gut. Hey, es ist Lord Kobi. Ja, du hast recht. Ich habe ihn noch nie so nah gesehen. Hi. Lord Kobi, hier drüben. Dieser Kerl sagt, dass er ein Bote sei, aber ich weiß nicht. Sollen wir ihn uns einmal vornehmen? Vielen Dank. Ich dachte mir, dass ich von hier an besonders wachsam sein werde. Was? Ich habe dich auf dem Schlachtfeld gesehen, aber noch nie von Angesicht zu Angesicht wie jetzt, Lord Kobi. Ich bin Kurgan, General der 3. Einheit der Königlichen Armee von Highland. Ich kämpfe unter dem Befehl von Joey Blight. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Joey Blight? Könnte das unser Joey sein? Ja, Lady Jillia, die einzige überlebende Erbin der Familie Blight, hat Lord Joey offiziell geheiratet. Joey ist nun König Joey, Nachfolger der königlichen Familie Blight und König von Highland. Was?
Joey ist verheiratet? Ihr beiden seid doch Freunde von ihm. Er wollte, dass ihr der Zeremonie beiwohntet, aber es war leider nicht, war leider unmöglich. Was? Was? Also was willst du? Eine Art Hochzeitsgeschenk? Nein, der Grund, warum ich heute kam, ist die Vorbereitung eines Friedensvertrags zwischen Highland und dem Stadtstaat. Ich habe einen Brief mitgebracht, der an Lord Commy adressiert ist, dem Anführer der Death Armee. Friedensvertrag? Du meinst, der Krieg ist vorüber? Ja, wenn die Verhandlungen störungsfrei verlaufen, ist das der Fall. Wirklich? Wirklich? Du hast es geschafft, Commy. Ich bin beschämt, den Anführer der Death Armee darum zu bitten, aber könntest du mich zum Greyston-Schloss bringen? Ich könnte dir den Brief hier übergeben, aber um es zu beweisen, dass es ein formelles Friedensangebot ist, würde ich es lieber dort machen. Lord Kurgan, du kannst nicht ganz allein gehen. Keine Sorge, ich möchte, dass du hier wartest. Lord Commy ist nicht so ein Mensch. Ich sehe dich später. Aber natürlich, wenn das bedeutet, dass der Krieg endlich endet, gibt es überhaupt kein Problem. Kurgan tritt der Party bei und so. Ja, hast du das gehört? Der Krieg ist endlich vorüber. Endlich kann ich in Frieden leben. Wo weißt du das? Du kannst nicht einfach glauben, was diese Highlander sagen. Nun ja. Aber so viel zum Spazierengehen. Ne? Komm, wir gehen spazieren. Amtliche Dinge müssen erledigt werden. Keine Zeit für sowas jetzt. Außerdem... Was ist euer Geschäft? Schließ dich unserer Gruppe an. Du möchtest, dass ich mich deiner Gruppe anschließe, aber ich wäre doch zu nichts nütze. Das stimmt nicht. Wirklich? Nun, nur noch etwas. Was? Nur etwas. Wenn du mit meinem Tanz mithalten kannst, werde ich mich dir anschließen. Ist das okay? Okay, ich mache es. Okay, ich möchte mich vorbereiten. Ich bin gleich zurück. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das einfach so machen kann, aber wir kriegen das schon hin. Nun, können wir anfangen? Hör mal zumindest die Erklärung an. Okay, also zuerst tanzt du einmal. Es geht so. Oh, Moment, ist das ein L-Knopf? X-Viereck, R1. Aha, Kreis, beide. Aha. Tommy, sieh genau zu, wie ich tanze und mache es mir dann exakt nach. Ich stelle mich hierher und beurteile dich. Wenn du alles fehlerfrei schaffst, werde ich mich deiner Gruppe anschließen. Okay. Wie auch immer. Okay, also tanzen wir. Ich fange zuerst an. Pass genau auf, was ich mache. Ich hoffe, das wird da auch wieder eingeblendet. Dann kriege ich das unter Umständen hin. Ufza, ufza. Hallo? Achso. Hä? Ich war der Meinung, ich habe alles richtig gemacht, aber ich kann mich auch irren. Auf jeden Fall ging mein Charakter in die Knie. Besiegt und beschämt. Moment. Mal gucken, was ich wieder falsch gemacht habe. Wir können anfangen, ja. Ich hasse Simon Sack mittlerweile. Hatte ich neulich erst in Five Nights at Freddy's Security Breach, ging mir auch voll auf den Sack. Was habe ich also falsch gemacht? Den letzten wollte er mich nicht mehr durchführen lassen, aber ich hätte genau das gedrückt. Der muss ja einfach schneller werden. Das müsste alles gewesen sein. Was? Was? Was geht schon wieder? Ich verstehe es nicht. Oder vielleicht habe ich jetzt am Anfang zu auf Dreieck gedrückt. Weil ich unbedingt wollte, dass ich schnell fertig bin. Ah, come on! Die macht ihren Namen alle Ehren. Zumindest geht es mir auf den Keks.
Okay. Gut jetzt. Gott. Ich wusste, dass das nervig wird, aber naja. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Kami. Nun, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich werde mich jetzt deiner Gruppe anschließen. Gott sei Dank. Okay, ich werde zum Grayson-Schloss gehen, wenn ich mich fertig gemacht habe. Ich speichere jetzt. Ich kann nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.